Er kommt ja nicht ganz unerwartet, also dass der IS dort ist, also der lokale Ausleger des IS, das hat man ja gewusst und es gab auch Terrorwarnungen. Aber natürlich trägt das enorm zu dieser ganzen Instabilität und vielleicht sogar auch ein bisschen Auflösungserscheinungen bei. Natürlich werden auch vielleicht andere Gruppen sich ermutigt fühlen, gegen die Taliban vorzugehen, also dass die Taliban und diese ganze Situation verwundbar sind. Also natürlich trägt es zur Destabilisierung bei. Ich würde die Stärke des IS auch nicht überschätzen. Also der IS Khorasan, wie er in Afghanistan heißt, war schon einmal stärker. Der hat seine stärkste Zeit so bis 2018 gehabt, aber er ist durchaus imstande, eben wirklich schlimme Attentate, auch viel kompliziertere als diese, zu verüben. Also die können schon was machen. Sie sind nicht stark genug, dass sie sich militärisch mit den Taliban oder mit anderen Gruppen anlegen können. Der IS wollte wohl zeigen, dass die Taliban das eben nicht im Griff haben, dass er eben noch immer stark genug ist, eben wirklich zuzuschlagen. So ein Attentat, wie es gemacht wurde in Kabul am Flughafen, also Attentate, zwei waren es ja, sind logistisch nicht sehr schwierig, aber sie können schon komplexere Sachen auch. Und einfach destabilisieren, um selber wieder Chancen wahrzunehmen. Also sie wollen die Taliban sehr wohl auch etwas vorführen, also dass die eben nicht diesen sicheren Staat bieten können, den sie zumindest sicherheitstechnisch den Afghaninnen und Afghanen versprochen haben. Der IS und die Taliban haben punktuell gegen die Amerikaner und gegen andere gemeinsame Feinde teilweise zusammengearbeitet, aber wirklich nur punktuell. Es ist ganz klar, dass der IS die Taliban-Herrschaft in Kabul, also in ganz Afghanistan, nicht anerkannt kennt und bekämpft. Also es ist eine Konkurrenzorganisation und sie wollen ja auch etwas ganz anderes für Afghanistan. Der IS ist eine internationale dschihadistische Organisation, die ein globales Kalifat errichten will. Während die Taliban eben für ihren Staat Afghanistan ein Emirat vorgesehen haben und ja auch den USA versprochen haben, sozusagen von internationalen dschihadistischen Organisationen sich fernzuhalten und nicht mit denen zu kooperieren. Also das sind im Prinzip wirklich erstens einmal zwei Konzepte und zweitens einmal auch wirklich zwei Organisationen, die miteinander in Konkurrenz sind. Die interessante Situation ist ja, dass die USA mit den Taliban am Flughafen in Kabul kooperieren de facto, um diese Evakuierungen zu machen. Und diese Kooperation wird sich vielleicht auch noch verstärken. Und es ist durchaus möglich, dass die USA auch den IS in Afghanistan aus der Luft angreifen. Wir dürfen nicht vergessen, dem IS ist jetzt etwas gelungen, nämlich er hat gezeigt, dass die US-Behauptung, also die Behauptung Joe Bidens, des Präsidenten, dass eben der Terrorismus in Afghanistan erfolgreich bekämpft wurde, so nicht ganz stimmt. Eben, dass diese terroristischen Organisationen und vielleicht auch andere als der IS durchaus dort aktiv sein können. Also das ist sehr schmerzhaft für die USA und es kann durchaus sein, dass sie eben punktuell wieder gegen den IS vorgehen, was in die Hände der Taliban spielt, muss man klarerweise sagen, weil sie schwächen damit einen Gegner der Taliban.